Moin Amigos, moin zusammen, hallo, ich grüße euch. So, Hitzeschlacht in Frankfurt. Ja, 1-1, heißer Fight. Die Frankfurter sind der Meinung, dass sie klar besser gewesen sind. Weiß ich nicht, schwierig. Hatten öfter den Ball, hatten auch die ein oder andere Chance, ja, aber da war jetzt auch nicht jede Chance so brandgefährlich, die aus ja, unerklärbaren Gründen halt nicht reingegangen ist oder sowas. Wir hatten auch die ein oder andere Möglichkeit. Letztendlich finde ich, ist es ein gerechtes Unentschieden. Das Tor für die Frankfurter, ja, immer dieses, ja, er berührt ihn, immer dieses Berühren. Ist es ein Foul oder ist es kein Foul? Wenn ich einen berühre, dann ist es auch kein Foul oder was. Immer diese Argumentation, das nervt so ein bisschen. Und der Grinsekamada, oder weißt du, ich sag, der ist krank und spielt nicht. Ja, Pustekuchen, der war nur fake krank für 20 Minuten, stand auf dem Platz. Ja, und dann haut er den Freischuss da direkt aufs Tor. Ja, Schwebe hätte ihn natürlich locker weggefaustet. Aber ja, Hector wollte ihn natürlich selber klären mit dem Kopf. Und dann rutscht er ihn über den Scheitel rüber und dann über die Fäuste von Schwebe. War natürlich unglücklich. Aber das sind so typische FC-Gegentore. Wenn wir welche kassieren, dann solche Buden. Aber gut. Unser 1-1, ja, was soll ich dazu sagen? In dem Moment, wo Dazon Stopp macht, steht Dietz minimal im Abseits mit der Ferse, mit dem Popo, wie auch immer. Da hat Thielmann den Ball aber noch gar nicht geschossen. In dem Moment, wo Thielmann schießt, ist im Grunde Dietz noch mehr im Abseits, aber er ist dabei rauszugehen. Also er geht weg vom Tor. Damit kann man jetzt so nicht sagen, weil er sich jetzt auch nicht links oder rechts dann doch komplett mehr ins Sichtfeld von Trapp gestellt hat, dass er ihn da irgendwie behindert oder in die Sicht genommen hat. Allerdings, wie er gegen Schalke, da war es ja ähnlich oder klarer als hier in dem Sinne, aber das muss man eigentlich abpfeifen. Aber anscheinend, Thielmann hat es ja auch gesagt im Interview bei DAZN, die Schiedsrichter und Kellerkinder haben da irgendwie, weiß ich nicht, vier Sachen kontrolliert und nachher wussten die schon gar nicht, was sie da kontrollieren sollen. Keine Ahnung. Vermeintlich haben sie es so entschieden, weil Thielmann gefühlt fast mittig am 16er steht. Und da konnte Trapp klar sehen, okay, der Kölner kann aufs Tor schießen, wird er wohl auch. Wo aber der Ball einschießt, ist wieder was anderes. Die Aussage, ja, vor mir stehen da noch eigene Leute, zählt überhaupt nicht. Das ist dann euer Pech, sei es für Frankfurt oder für Schalke oder für Köln oder wie noch immer. Dietz macht jetzt aber auch keine Anstalten, dass er sich vorher schon so irgendwie so davor gestellt hat, wie Müller das er manchmal so macht, um da irgendwie dem Torwart die Sicht zu nehmen. Ich kann aber schon verstehen, dass die Frankfurter sagen, das muss doch eigentlich Abseits sein, weil er steht ja minimal im Abseits, ja, und im Sichtfeld. So. Ja, weiß ich jetzt nicht. Da müssten wir eigentlich die Schiedsrichter fragen oder den VAR im Keller, was die meinen, da entschieden gehabt zu haben. Wie gesagt, da haben wir jetzt ein bisschen Dusel gehabt oder sehr wohl Dusel gehabt, ja. Dann ist das halt so, ne? Weil wir wurden nach 5 Jahren VAR, wurden wir, glaube ich, so viel oder so oft wie fast keine andere Mannschaft verarscht und da waren Dinger dabei, das kann man gar nicht. Wenn man das einmal zählt, da gucken nicht andere Fans an, das stimmt gar nicht. Doch. Das stimmt, wenn wir euch das erzählen. Gut, wie gesagt, jetzt haben wir da halt ein bisschen Glück, dass die ganzen vermeintlichen Entscheidungen für uns entschieden werden, oder gefallen sind. Aber okay, jetzt ist das so. Die Chance von Jakic, der anscheinend irgendwie ja tatsächlich dann doch was rechter Verteidiger gespielt hat, dann waren die Insider-Infos da mit Geheimtraining und so weiter ja dann doch richtig. Wobei, die haben ja auch erst dann mit Dreierkette, dann haben sie dann doch mit Viererkette gespielt, dann war er wieder Mittelfeld, ganz komisch. Also die haben ja oft gewechselt da. Aber gut, auch die Frankfurter mussten ja der Hitze da ja, mit der Hitze zurechtkommen. Deswegen haben die natürlich auch rotiert, um uns auch irgendwie ja, in falsche Hoffnung zu wiegen, dass wir da irgendwie vielleicht nicht mit klarkommen, weil die ständig die Position wechseln. Aber nochmal zur Chance in der 88. Minute nach dem 1:1, wo die Frankfurter Anschluss haben, sich dann irgendwie nach vorne spielen. Haben wir schon Glück, dass Jakic den Ball dann nicht irgendwie doch ins Tor jagt, wie auch immer. Er wollte ihn halt schieben, aber schiebt ihn genau auf Schwebe, der hält ihn. Und links stand, ja, nee, rechts, also aus der Stürmersicht, links stand dann als Skiri, hat die Ecke abgedeckt und rechts halt Hector. Möglicherweise, dass die den Ball vielleicht auch noch hätten abwehren können. Da können wir ja, wir können jetzt nicht sagen, oh, da haben wir aber Glück gehabt. Nee, die Frankfurter müssen sagen, mein Gott, haut er den Ball ins Tor. Hat er nicht, war scheiße, also fertig.
Unterm Strich ist es, wie gesagt, für mich ja, ein gerechtes Unentschieden. Wir haben, ich glaube, vermeintlich mehr Zweikämpfe gewonnen. Ja, die Frankfurter ein bisschen mehr vom Spiel, ja, aber wir haben ja nur auch Donnerstag gespielt. Und viele, die Donnerstag gespielt haben und so viel und lange durchgespielt haben, die haben jetzt auch von Anfang an gespielt und auch fast 70 Minuten. Und Baumgart hat dann noch gesagt im Interview nach dem Spiel, er wusste gar nicht, wen er da irgendwie zuerst auswechseln sollte. Ja, hoffen wir mal, dass die Jungs sich bis Donnerstag jetzt wieder erholen. Wir haben jetzt einen Tag mehr Pause zwischen Donnerstag und Sonntag, zu jetzt Sonntag zu Donnerstag. Das sollte schon werden. Und ja, für die Brust, Selbstvertrauen war es gut, dass wir in der Bundesliga weiterhin unbesiegbar sind, unbesiegbar, ungeschlagen sind mit einem Sieg und zwei Unentschieden. Und ja, wir haben in Leipzig bestanden, wir haben in Frankfurt bestanden, gerade heute in der Hitzeschlacht, gerade nach dem Donnerstagsspiel mit 10 Mann, nach 20 Minuten da. Also die Mannschaftsleistung war schon enorm. Auch wenn man jetzt wieder sagen kann, ja, aber Tigges war nicht so toll und Adamian war nicht so toll und der war auch nicht so toll. Im Grunde haben die alle Gas gegeben und haben uns heute den Punkt beschert, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, hoffen wir, dass alle fit bleiben und ja, die Frische wieder reinkriegen und am Donnerstag für uns den Arsch aufreißen. Aber dazu komme ich dann die Tage. So, heute sei noch gesagt, ich bin froh und stolz auf die Mannschaft. Fabio, ich denke mal, dir geht's gut und das Erlebnis im Stadion war ja, mal was anderes, weil das Frankfurter Stadion steht in unseren ja im Nichts nach, was die Stimmung angeht. Und ja, du kannst mit den Kölnern vor Ort dann halt den Punktgewinn feiern, denn das ist das Wichtigste. Ich habe übrigens auch 1-1 getippt in meinem Video. Ich hoffe, ich habe das auch bei deinem Kick-Tipp-Spiel getippt da. Ich muss irgendwie meinen dritten Platz verteidigen. Ja, mal schauen. Lustig war, gegen Leipzig tippe ich auch 2-2 im Video, aber bei dir im Kick-Tipp tippe ich 3-2 für Leipzig. Aber gut, was soll's, geschenkt. Wer mir ganz gut gefallen hat, generell, der jetzt mir eigentlich schon die ganze Saison jetzt gefällt, sei es in der Vorbereitung, ja, oder halt in den Spielen bisher, ist einfach Florian Kainz. Da kann man sagen, was man will. Klar kann er jetzt nicht jedes Spiel so performen, dass er da gefühlt der beste Mann auf dem Platz ist. Das geht auch nicht. Aber was Flo für Meter läuft in letzter Zeit, das ist einfach beachtlich. Und auch meiner, immer wenn der reinkommt, der gibt alles. Der läuft so, als ob es sein letztes Spiel ist oder dass es um Leben und Tod geht, was es natürlich nicht geht, aber jetzt im übertragenen Sinne erklärt. Ja, der hat es eigentlich auch mal verdient, von Anfang an zu spielen. Aber gut, Ljubicic und Kainz haben heute wieder angefangen. Die haben wohl zu Baumgart gesagt, nein, wir sind fit genug, wir wollen spielen. Hoffentlich sind sie auch für Donnerstag fit genug. Ja, zumal nach Donnerstag, unabhängig, ob wir weiterkommen oder nicht, woran ich aber glaube, dass wir schaffen, warten ja auch schon wieder die Stuttgarter in unserem Heimspiel. Ich hoffe, dass wir da mit den Fans im Rücken ja, dann auch ein gutes Spiel abliefern und da ebenfalls die Punkte in Köln halten. Und wenn es wieder nun unentschieden ist, ist scheißegal. Ja, es werden halt schwere Wochen, wenn wir jetzt tatsächlich uns am Donnerstag durchsetzen. Dann haben wir ja nur noch englische Wochen. Ja, aber wie gesagt, für heute müssen wir Fans einfach froh und stolz sein auf die Jungs, die alles gegeben haben bei der Hitze. Wie gesagt, mit dem Turm ein bisschen Dusel. Aber so die Aussagen von Trapp, ich sehe gar nichts und ich reagiere auch gar nicht. Dabei geht er in die Ecke, wo der Ball einschlägt. Sowas kann ich nicht ab. Dann sag doch einfach, ja, der steht im Sichtfeld, muss er abseits pfeifen und fertig. Aber nicht sagen, ich reagiere nicht, wenn du klar reagierst. Weil so ein blödes Gesammel. Na gut, ich mache jetzt mal einen Punkt. Lege mich gleich hin. Freue mich. Und ja, mal gucken, ob ich schlafen kann diese Nacht. Weil die letzten Nächte waren nicht ganz so gut. Ja, gut, feiert noch schön. Gute Nacht für euch, schöne neue Woche für euch. Ja, ich freue mich von euch zu hören. Haut die Kommentare voll. Ansonsten bis die Tage, wenn es zu was vermelden gibt. Ne? Haut rein, bis dahin. Tschüss.